Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich bin gerade auf dem Weg gewesen. Ist der tot? Dahin. Und habe vorher aber hier etwas gefunden und das möchte ich gerne untersuchen. Aber warum ist der tot? Wir müssen echt unbedingt von der Powerrüstung loskommen. Im PvE ist das natürlich ganz nützlich und so, aber gerade wenn es im PvP losgeht, brauchen wir eine normale Rüstung, gerade auch fürs Schleichen. Wieso ist der tot? Und was ist hier? Kühlmittel. Wow. Verdex. Sturmgewehr. Ey, hier ist nur ein bisschen Loot. Ich habe gedacht, hier wäre irgendwas richtig krasses. Ein Bowie-Messer. Bergarbeiterhut. Ein Käfig. Für Vögel. Ah, und eine Mine. In die man wahrscheinlich nicht rein kann, ne? Ah, ich nehme an, das ist, für eine Quest, die noch kommen wird, wahrscheinlich. So nehme ich zumindest an, dass hier wieder Untergrund sein wird. Weil Bethesda möchte natürlich weitere Quests mit Untergrund wahrscheinlich machen. Na gut, die Frage ist, werde ich jetzt wirklich hier als Platz 2 angezeigt, sodass der Typ, der irgendwie jetzt gesucht ist, mich sieht? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß er, dass ich da bin, weil ich Nummer 2 bin, obwohl ich ja eigentlich nicht Nummer 2 bin, obwohl das ja nur visuell für mich ist. Keine Ahnung. Das ist alles für mich verwirrend. Bethesda hat da noch irgendwie kein Statement zugegeben, was jetzt hier los ist. Keine Ahnung. Eigentlich müsste ich Platz 0 sein. Eigentlich müssten die das so einrichten, dass du dann Platz 0 bist. Damit du auch wirklich weißt, dass alles in Ordnung ist. Weil so weiß ich jetzt nicht, ob ich gesehen werde oder ob ich gesehen werde. Ganz seltsam. Naja. Gehen wir weiterhin zu Red-Kröten töten. Hallo? Was ist los? Ich brauche Hilfe! Bitte! Irgendjemand! Ja, ich bin hier! Hallo! Oh! Ich habe keine Zeit für Erklärungen, also hören Sie genau zu! Die Selbstzerstörung steht mit hoher Wahrscheinlichkeit bevor. Und ich mache mir Sorgen um mein Wohlergehen. Dies kann verhindert werden, wenn Sie sofort Reparaturen durchführen. Da bin ich mir sicher. Schon viel besser. Ich glaube, das war's. Danke für die Reparatur. Hier, bitte. Scharfes Nudelholz-Mod. Hallöchen. Alles klar. Hat sich gelohnt. Hä? Was ist das für ein komischer Ort? Ja gut, dann gehe ich weiter. Hier spricht der Bürgermeister von Grafton. Sie müssen zu Prickett's Fort gehen. Es wurden weitere menschliche Überreste ausgegraben. Wir müssen diesen Soldaten durch ein ordentliches Begräbnis auf dem Soldatenfriedhof ehren. Machen wir das auch mit, komm. Scheiß drauf. Guck mal, da ist noch ein Gesuchter. Aber wieso ist der gesucht? Ah, der hat irgendwas geklaut von einem anderen Spieler. Hier ist irgendwo ein Zuhause von einem anderen Spieler. Das ist der Beweis, dass es noch andere Spieler hier gibt. Da. Ah, soll er mal in Ruhe und Frieden leben. Ich kenne das Gefühl. Wenn man einfach so verarscht wurde. So, Mrs. Kackbratze. Eine königliche Kackbratze. Eine tote königliche Kackbratze, die irgendwie noch Freunde hat anscheinend. Oder auch nicht. Ganz alleine hier. Oh, armes Tuff-Tuff.
Mehrzweckaxt. Ist der immer noch da? Was hockt denn der jetzt da? Der macht wahrscheinlich auch gerade die tägliche. Na gut. Dann machen wir erstmal die tägliche, dann töten wir die Kröten, die direkt daneben an sind. Ja, das passt doch perfekt. Passt doch alles zusammen. Und ich überlege... Nee, ich sag's jetzt nicht, ich sag's jetzt nicht. Meine Überlegung behalte ich jetzt für mich. Das letzte Mal habe ich schon überlegt und hab's nicht gemacht. Von daher, was soll's. Komm. So... Den wollen wir mal. Hier sind wir. Insofern der Typ jetzt nicht auf mich zukommt, kann er auch in Ruhe leben. Das war close. Der hätte mich fast gesehen und mein Hammer ist nicht repariert. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Na gut. Da ist er doch. Hallo! Sie müssen vom Team für archäologische Erhaltung sein. Ich habe ein echtes Problem. Beim Bau neuer Außentoiletten haben wir die Überreste eines Nordstaatensoldaten aus dem Bürgerkrieg entdeckt. Obwohl der Körper stark verstrahlt und eigenartig frisch ist, fast als wäre der Tod vor 20 und nicht 200 Jahren eingetreten. Nun müssen Sie die Leiche ordnungsgemäß auf dem Philippi-Friedhof begraben. Und zwar vor unserer nächsten Aufführung. Ich sage Ihnen, das gehört sich nicht. Leichen sollten nicht einfach so überall auftauchen. Einfach so überall auftauchen, alles klar. So... Ja komm, hol ihn dir, Mr. 120 Trufoliwurf. Sollen wir sehen, was er davon hat. Mir meine Munition abspinstig zu machen. Aber wahrscheinlich sammelt er gerade einfach nur selber Munition und hockt da. Aber naja. Eigentlich hätte ich ihn doch überhaupt gar nicht markieren müssen, aber... Naja. So, wir müssen hier hin. Das sind die Überreste. Gruselig. So. Oh, da geht er hin. Das Problem ist, er ist auch markiert. Das heißt, der Typ sieht den da. Naja. So, wir müssen als nächstes wohin? Ach, zum Friedhof zurück. Okay. Seht ihr das, wie laut diese Power-Rüstung ist? Wir müssen die loswerden, ey. Die wird dann rausgeholt, wenn wir irgendwelche übelsten Bosse totschlagen müssen. Dann holen wir sie raus, aber bis dahin brauchen wir Rüstung. Deswegen muss ich demnächst eigentlich mal wieder ein bisschen farmen gehen. Wir hatten schon so viele Sachen, die minus Spielerschaden gegeben haben und das brauchen wir. Das brauchen wir ganz dringend. Minus Spielerschaden. Denn so können wir wirklich dann Kämpfe auch gewinnen. Weil ihr seht, man stirbt einfach instant. Gut, meine Power-Rüstung ist jetzt noch nicht voll aufgelevelt und so. Aber naja. Man sieht, es fehlt auf jeden Fall schon viel. So ist das halt, wenn man ein Let's Play macht. Es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig. Man kann halt wirklich nicht alles auf einmal machen, es sei denn, man spielt vor, dann hat man aber 50 Level plötzlich von einer Folge auf die nächste drauf. Und ist dann auch irgendwo ein bisschen kacke, also... Der rennt da echt hin. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt geht der Krieg los, ey. Mal gucken, wer es überlebt. Aber man stirbt hier wirklich sehr, sehr schnell. Auch wenn man eine fette Rüstung hat.
Und ich brauche auch bessere Waffen. Also Spielerwaffen. Eine Waffe, die wirklich perfekt für PvP ist. Das brauche ich. Und ich brauche eine Werkbank. Um meine Sachen zu reparieren. Du hast mich nicht gesehen. So. Eigentlich müsste ich ja jetzt hingehen und beide abknallen. Du musst eine Schaufel ausrüsten. Wo nehme ich denn jetzt hier eine Schaufel her? Hast du eine Schaufel, Junge? Jetzt muss ich erstmal eine Schaufel suchen. Wozu dient dieser Knopf? Okay. Nordstaatenuniform. Da ist sowieso nichts drin. Bürgerkrieg. Oh. Ich möchte gerne einen Zylinder anziehen. Da kann ich ja gar nicht. Ich muss hier erstmal raus. Ah ne, ich habe ja meine Maske auf. Was geht denn mit dir ab? Wie macht man kritisch? Boom. Na, guck mal, das ist Platz 2. Jetzt kommt der auch noch. Jetzt gibt's da Krieg, ey. Was machst du denn hier? Ne, der geht in eine andere Richtung. Egal, wir müssen erstmal eine Schaufel finden. Wir müssen einfach darauf achten. Das ist ein Besen. Ich meine, hier muss es doch auch eine Schaufel geben. Sind hier keine Schaufeln? Lederrüstungsbeinmod. Ich wurde verarscht. So sieht's aus. Oder spielen die vielleicht sogar zusammen? Das kann sein. Hier gibt's keine Schaufel. Dann gebe ich einen Scheiß drauf. Oh, er ist Platz 3. Der Tracker. Aber er hat keine 10 Münzen Belohnung mehr. Oh, Platz 2 ist jetzt auch auf dem Weg dahin. Jetzt geht's Krieg. Ja, komm, wir haben keine Schaufel gefunden. Scheiß drauf. Weg mit der Quest. Das machen wir, wenn wir eine Schaufel finden. Gehen wir und töten hier so eine Kröten. Die Kröten töten. Platz 1, 2 und 3 hängen da jetzt rum. Scheiße, ich wurde schon gesehen. Aber die sind jetzt nicht wirklich stark. Ja. Gut, das haben wir erledigt. Was gehe ich jetzt bei denen da drüben ab? Gehören die alle zusammen? Wo
Oder belauern die sich da? Meine Sachen sind alles am Arsch, ey. Ich brauche eine Werkbank. Aber ich will jetzt nicht nach Hause, weil ich so am Arsch der Welt bin. So, jetzt können wir da hinten hingehen. Kann doch nicht sein, dass die da jetzt da stundenlang rumlauern, oder? Und warten, bis er rauskommt, weil der kommt nicht raus. Der bleibt da drin und sammelt fröhlich seine Munition. Was ich demnächst auch machen werde. Falls ich nicht vorher schon zur Arbeit muss. Es wird knapp. Das wird knapp. Ich weiß gar nicht, ob ich heute meine 6 Folgen schaffe. Weil eine musste ich leider verwerfen. Ja. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen AFK-Munition farmen. Damit wir das jetzt hier nicht mehr immer machen müssen. Aber ich habe jetzt erstmal meine 200 Munition bekommen. Das ist erstmal ausreichend für den Anfang. So. Was geht denn da ab, sag mal? Einer auf der linken, einer auf der rechten Seite. Alles klar. Aber die müssen doch hundertprozentig Freunde sein, oder nicht? Ja, es sieht so aus, als wären die hundertprozentig Freunde. Die würden doch niemals so agieren. Ist ja schon fast koordiniert. Ihn umzingelt haben sie. Das heißt, wenn sie in der Nähe sind, kann er auch nicht schnell reisen, ne? Das heißt, der muss irgendwann rauskommen. Oder quitten. Was natürlich auch ginge. Wir sind noch ein Stück weiter. Bis zum Krokodilspark. Oh, einer ist reingegangen. Die hängen doch fast aufeinander. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass die irgendwie sich versuchen jetzt zu jagen. Ich glaube, die hocken da jetzt. Ich glaube, das ist ein Team. Und weil der eine jetzt gesucht ist, warten die, bis jemand kommt. Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Oh, ein Opossum. Oh, ein Snellygaster. Ich wäre froh, wenn du ein bisschen näher kommen würdest, Kleiner. Genau, übers Wasser. Ich habe ja ein sehr seltsames Geräusch gehört. Nein, nicht versinken. Ich brauche dein Loot. Du bist eine Königin. Oh, was, Maschinengewehr, oder? Ich glaube, das ist Maschinengewehr gewesen. Aber wir müssen ohnehin was trinken. Asbest. Asta. Wie habe ich da Asbest gelesen? Ich dachte, wieso kann ich Asbest essen? Keine Ahnung, wie ich auf Asbest komme. So, was haben wir denn da gefunden? Okay, ja gut, nicht so krass. Und was haben wir denn hier? Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch diesen Ort hier mitnehmen. Da kommt irgendwas Heißes raus. Da will ich jetzt mal nicht hin. Ist hier noch was? Nee. Legendär. Alles klar. Tot. Du warst aber jetzt nicht wirklich auf einer hohen Stufe, oder? Des Killers Pumpgun. Was? Der Typ ist weg. Der hat sich weggeportet.
Was machen die da? Jetzt läuft der Typ auch wieder hin, oder? Ich habe keine Ahnung, was die da treiben, aber es scheint lustig zu sein. Aber wir gucken uns mal unsere neue Waffe an. Des Killers. Pumpgun, Stufe 15. 10% Schaden gegen Spieler. Wir behalten sie fürs Erste. Wer weiß, was man daraus noch machen kann, aber Stufe 15 ist schon traurig. Hätte mir mehr erhofft. Warum war hier gerade ein roter Punkt? Na egal. Wahrscheinlich ein anderer Spieler, der mich gleich umbringt. Was der mit Stufe 8 hier macht, weiß ich auch nicht. Aber soll der mal. So, zur Not habe ich ihn jetzt markiert, ne? Genau, wir sehen ihn jetzt immer. Das müsste ich vorher immer machen. Immer schön markieren mit dem hier, ne? Schön markieren die Leute. Und dann suchen. Hier, ne? Der Level 8er wird mir nichts einbringen. Der hat nichts. Hätte er jetzt irgendwie Stuff, hätte ich ihn umgebracht, aber so. So bringt mir das nichts. Mary Tinleys Aufnahme. Rattengift. Schon wieder? Immer besiegst du mich. Gehen wir da durch. Sieht nicht tief aus. Okay, ich will sowieso nicht mehr spielen. Vorsicht! Die Steine sind rutschig. Ah! Hat sie jetzt umgebracht? Oder gerettet? Hallo. Wieder mich ignoriert? Das ist meine leere Rattengiftdose. Eigentum von Mary Tinley. Entweder hat sie sie umgebracht, oder... Ich muss widerstehen. Ich weiß nicht. Also sie hat sich auf jeden Fall selbst umgebracht, nachdem ihre Freundin gestorben ist. Allerdings, es hörte sich für mich an, als hätte sie sie ertränkt. Ganz ehrlich. So. Verteidige Hemlock. Wollen wir da mal hingehen? Ich meine, wir müssen jetzt sowieso weg. Er nimmt's nicht ein. Warum nicht? Wo ist der Typ? Der hängt jetzt hier ab. Na, jetzt muss der wenigstens weggehen. Hä? Jetzt ist der auch weg, oder? Nee, der ist noch da. Na komm, gehen wir zum Event. Was,
Die ganze Story da hinten habe ich jetzt nicht kapiert, also was die da gemacht haben. Die haben sich irgendwie gegenseitig belauert, der ist abgehauen und dann haben sie ihn in Ruhe gelassen und nehmen auch nicht die Munitionsfabrik ein, ich habe keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen seltsam. Oh, ich sehe dich. Das nehmen wir mal mit. Eine Baseballmütze brauchen wir jetzt nicht. Ein Jagdgewehr. Ich brauche mal eine 10mm für Stufe 50. Das wäre geil. Oder mal eine legendäre 10mm. Das wäre auch mal was. Jetzt haut er da ab, ohne das hier einzunehmen. Ein Leiche ist im Weg. Ja, ist ja ganz seltsam. Ganz seltsame Geschichte. Naja. So, dann machen wir halt noch ein Event. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir das nächste Folge machen. Ich glaube, das machen wir nächste Folge. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist, weil ich den Timer mal wieder nicht eingestellt habe. Weil ich sehr schlau bin. Und vielleicht finden wir da hinten eine Werkbank oder irgendwas. Ich habe nämlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Hallo? Scheiß Rüstung. Es gab mal eine Zeit, da wart ihr fies zu mir. Und jetzt rächt sich das Ganze. Oh, die sind zu zweit. Weil ich kann. Wo ist der andere? Oh, Majolo König. Und es wird langsam dunkel. Ich hätte schwören können, die waren zu zweit. Das wirkt irgendwie so. Ja, komm doch her! Oh, wie habe ich den denn nicht getroffen? Hä? Manchmal ist das echt seltsam. Hör auf, dich zu verstecken. Oh, ich liebe es. Ich liebe es einfach. Alles one-shotten. Ich denke, wir werden später noch richtig schön stark. Ich denke, da wird es kaum was geben, was uns noch irgendwie aufhalten kann. Oh, Mensch, ob Tier, alles muss leiden. Noch mehr hier? Ja, der Frosch. Na, super. Hemlock Holes, Wartung. Dann vermute ich mal, dass wir es hier gleich mit Myelocks zu tun haben. Na gut, ich würde sagen, das Event ist weg. Ah, es gehört jemanden. Ach, hier war ein Event. Ach so. Ich habe ihm geholfen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was gibt's hier so Schönes? Essen, Kristall, Säure, Wasser, Gold. Ja gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Haut rein, euer Zero. Tschüss.